da müssen wir was tun. Und wir haben uns umgeschaut in einem Modehaus hier in Nürnberg am Weißen Turm. Und den Bericht, meine Damen und Herren, den dürfen Sie nicht verpassen, denn den sehen Sie jetzt. Wir werden heute mal unseren Showpraktikanten Oliver Skowronek einkleiden, denn du musst ja jetzt mal für die Fernsehsendung einen gescheiten Anzug anhaben, ne? Du hast ja keinen, ne? Genau, auf jeden Fall, ein Anzug wäre toll, ne? Grüß Gott, Herr Fritz. Grüß Gott zusammen, Freunde. Ich habe hier einen Problemfall, einen Eigenproblemfall, unseren Showpraktikanten Oliver Skowronek, der braucht einen Anzug für die Sendung. Der läuft ja mal rum wie, der läuft heute auch schon wieder rum. Ja, genau. So ein schöner Grauton hier. Ja. Wäre doch mal was Schönes, oder? Ja, was Tolles, ja, auf jeden Fall. Ja, ne? Schöner Grauer, was kostet? Die schöne Hausmarke. Na ja, gut, das kann man, ja. Die schöne. Sehr, sehr gut, Baukastensystem. Es heißt, wir können Sakkohose in unterschiedlichen Größen nehmen. Ist für so Problemfiguren eigentlich genau das Passende, würde ich mal sagen. So, und ich hoffe, du hast eine saubere Unterhose dabei. Ja, habe ich, auf jeden Fall. Lassen wir uns ja wieder blamieren hier, ne? Wie immer natürlich. So, sehr schön. Mhm. Okay. So, Olli, alles klar? Alles klar. Sehr schön. Aber natürlich machen wir jetzt ein bisschen auf Model, würde ich sagen. Ein bisschen auf Heidi Klum. Ich habe mir da schon mal was vorbereitet. So. So. Sitzt wie eine Eins. So. Meine Damen und Herren. Nur eine. Nur eine kann Germany's Next Topmodel werden. Nur eine kommt auf das Titelcover vom Straßenkreuzer. Meine Damen und Herren. Hier ist er. Oliver Skowronek! Ja, Olli, das schaut eben schon mal ganz gut aus. Was sagen Sie dazu? Ja, sitzt schon mal ganz gut, nur die Arme sind halt ein bisschen zu kurz. Ja, ja, finde ich auch, und da hängt auch was raus. Richtig. Hemd bitte noch reinstecken und für die Affenarme nehmen wir dann noch eine lange, schlanke Größe. Das ist vorteilhafter dann. Ja, vielleicht läufst du mal, einfach gerade mal davor. Ja, an die Arme müssen wir noch ein bisschen was tun, ne? Dann würde ich mal sagen, holen wir uns mal einfach einen neuen Anzug. Richtig, für die Affenarme da. Na, ich finde, so kannst du dich präsentieren auf den Laufstegen der Welt, in Gostenhof, Eberherzhof und in Langwasser. Wenn es dir vorne klemmen sollte, kannst du einfach hier das reinschieben, drücken und wieder rausschieben. Ja. Na, was sagst du denn dazu? Ja, super Idee, genauso werde ich es machen. Super, Mensch, toll. Im Baukastensystem ist er zusammengebaut worden und die Affenärmel hängen. Ja, das muss ein bisschen weiter raus, aber das hält bei mir auch nicht. Ja. Sehr schön. Na, was sagst du jetzt zu deinem neuen Anzug? Ja, ich bin überglücklich. Ja, komm, setz mal ein bisschen rüber. Schauen wir uns. Wie war es denn für dich, lieber Olli? Hä? Ja, wundervolle Erfahrung, ne, auf jeden Fall. Einen Anzug gesponsert zu bekommen, freut man sich natürlich immer. Ja, von einem Modehaus, das nicht genannt werden möchte, ne, muss natürlich aufpassen. Ne? Ja, schön, hast du schon mal einen Anzug gehabt, außer der Kommunion? Nee, habe ich leider nicht, also das war... Ja, da wird's jetzt, ist ja mal Zeit geworden, Mensch, du. Frecher Schnitt, ne? Das stimmt. Da du ja jetzt einen tollen Anzug hast, haben wir uns gedacht, ich glaube auch eher der liebe Uli hat sich das gedacht, wir haben uns ein Lied ausgedacht für dich, weil wenn du schon so schön ausschaust, Entertainment braucht ja, ist ja nur Sex Sales, ja, wollen wir dich natürlich auch was singen lassen in deinem neuen Anzug und ja, da haben wir uns gedacht, welches Lied? Sexbomb, nee. Sexbomb, ja. Ja, das wäre auch was für ihn. Sexbomb war nicht drin stand, da brauchen Sie es nicht nachschauen, das war ein Witz. Also das Lied heißt nämlich, willst du sagen? Ach, lasst euch überraschen. Lass uns überraschen. Also, the stage is yours. Hier darfst du singen, dein Mikrofon. Ja. Meine Damen und Herren, jawohl. In seinem neuen Anzug mit den Affenärmeln, Oliver Skowronek, bitteschön. Was kann der Siegesmund dafür, dass er so schön ist? Was kann der Siegesmund dafür, dass man ihn liebt? Die Leute tun, als ob die Erde ein Vergehen ist. Was kann der Siegesmund, dafür? Kann der Siegesmund dafür, dass er so schön ist? Der Siege ist nun mal ein süßer Kavalier. Und dass er immer von den Damen gern gesehen wird. Was kann der Siegesmund, dafür?